Fangen wir an. Tja, stark. Guten Morgen. Hier bei Fest to Life. Mein Name ist Frank und ja, heute wieder im Schulungsraum bei der Firma Festool. Und zwar hier jetzt im Hintergrund seht ihr eine schöne Dachkonstruktion. Denn das Thema wird heute sein, das 18-Volt-Portfolio. Und wir wollen starten mit den Akkuschraubern. Ob wir da durch das ganze 18-Volt-Portfolio durchkommen, das werden wir mal sehen, weil wir haben so eine Stunde mal veranschlagt. Und mit dabei heute wieder Special Guest von der Straße. Direkt hier gut. Rein. Straße. Genau. Gerade reingeholt. Julian, Pauli, von deiner Seite aus. Grüß dich. So, ja, die anderen, die es jetzt schon gesehen haben, können es kurz weghören. Dauert nicht lang. Mein Job bei Festool, ich bin Anwendungsspezialist im Außendienst. Sprich, ich mache relativ ähnliche Geschichten wie der Frank. Ich erkläre Werkzeug, nur halt vor Ort. Sprich, in der Werkstatt, auf der Baustelle, beim Handel, auf Messen, bin ich mit einem voll ausgestatteten Bus unterwegs und erkläre, was ihr gerne wissen wollt. Du hast ja hier, oder wir haben ja hier einen super Service, habe ich gehört. Und zwar können ja die Handwerker euch direkt auch online buchen. Genau. Wie funktioniert das? Wir haben da unten, glaube ich, was eingeblendet. Da unten müsste was sein. Sehr gut. Ah, wir sind richtig Profis jetzt. Vollgas. Es wird von jede Woche, Woche zu Woche besser. Besser, ja. Ja, das Thema ist ja Corona-Krise, deswegen halten wir auch natürlich immer den Abstand. Metermaß habe ich hier dabei. Genau. Deswegen jetzt hier, nur zur Erinnerung, das wäre jetzt 1,50 Meter. Ja, also diesen Abstand müssen wir auf jeden Fall halten. Vielleicht für euch zu Hause. Wir haben hier natürlich im Backstage zwei, drei Kollegen, die haben hier voll den Mundschutz, ist auch wichtig so. Wir haben uns immer schön desinfiziert mit den Sprühflaschen da, sodass nichts passiert, weil das ist eine harte Zeit. Aber jetzt habe ich hier unterbrochen. Kein Stress, wir haben ja eine Stunde Zeit. Ja, genau. Aber wenn du die Zeit knapp. Genau, dadurch, dass wir jetzt nicht mehr rausfahren können, machen wir natürlich jetzt auch das Live-Format und es gibt diese Online-Beratung. Sprich, von uns Anwendungsspezialisten gibt es in Deutschland 11 Stück und dann gibt es natürlich auch welche in Österreich, in der Schweiz. Und ihr könnt über die eingeblendete Internetseite eine Beratung beantragen. Die wird dann dem jeweiligen Anwendungsspezialist eurer Region zugeordnet. Also ich jetzt zum Beispiel für Allgäu und Bayern, Südbayern, Oberbayern. Wenn jetzt zum Beispiel mein Kollege der Benedikt ist dann oben Niederbayern und so weiter unterwegs, bekommt die zugeordnet und dann könnt ihr entweder per Live-Schalte über FaceTime, WhatsApp-Video-Call oder Telefon, E-Mail mit uns Kontakt aufnehmen, beziehungsweise wir dann mit euch und euch alle möglichen Fragen, die ihr habt, beantworten. Super. Für die, die neu dazugeschaltet haben, herzlich willkommen bei Festool Live. Guten Morgen. Mein Name ist Frank. Der eine oder andere kennt mich wahrscheinlich von Festool TV und von so manchen Messeeinsätzen. Und der Kollege hat sich gerade vorgestellt, der Julian, unser Anwendungsspezialist draußen im Feld. Und wir werden uns heute speziell um das 18-Volt-Portfolio unterhalten, zeigen euch ein paar Kniffe. Und natürlich haben wir hier ein sehr großes Portfolio, aber wir möchten uns doch ein bisschen beschränken im ersten Teil auf die Akkuschrauber und vielleicht beim nächsten Mal, weil dieses Format, so haben wir uns schon überlegt, möchten wir gerne jede Woche machen. Und wenn ihr da auch Anregungen habt, was ihr gerne sehen möchtet, könnt ihr jederzeit natürlich hier uns reinchatten. Auch Fragen, die ihr jetzt habt, bei dieser Vorführung jederzeit reinschreiben und natürlich teilen, sodass es so viel wie möglich mitbekommen, was wir da heute machen. Genau. Also wichtig, Fragen sofort schreiben. Wir haben die Josie macht die Online-Beratung. Genau. Der Tommy steht hinten am Rechner und checkt die Fragen. Der gibt uns auch die Fragen weiter, wenn was aufpoppt, was entweder direkt akut ist zum Thema, also nicht zurückhalten. Und für die, die es jetzt heute nicht schaffen, das wird danach natürlich auch wieder hochgeladen. Ja. Auf YouTube gehe ich mal von aus. Genau. Ja, dann legen wir los. Neue Akkuschrauber von Festool. Und was sind neue Akkuschrauber von Festool? Ja, wenn du neu sagst. Wenn ich neu sage, was ist hier neu bei den Akkuschraubern von Festool? Ich zeig's. Diese Akkupacks, 18 Volt High Power Akkupacks, die größere Zellen drin haben und somit mehr Leistung rausbringen. Aber im Unterschied zum herkömmlichen Akkupack, wesentlich kleiner und auch leichter. Ja. Und das macht die ganze Sache sehr, sehr komfortabel. Also Faustregel. Kleiner, leichter, genauso stark. Richtig. Gut.
erste Neuheit mit den Akkuschraubern, zweite Neuheit, und das gefällt mir richtig gut. Und der eine oder andere hat sicherlich schon gehört oder gesehen, die Systener. Das heißt, unsere Akkumaschinen, die Schrauber kommen in neuen Systener 3 Generationen. Vorteil natürlich hier einmal zwei Griffe. Das heißt, wir können das Ganze auch in dieser Form transportieren. Und Julian, das macht dir wahrscheinlich jetzt richtig Spaß, denn wir haben hier die Möglichkeit, das Ganze in das Fahrzeugsystem von Bot zu integrieren. Genau, das war eine Kooperation, die Entwicklung. Und jetzt kann man die einfach, also vorher hatte man einfach Schubladen, auch Tip-Top-Geschichte, aber jetzt einfach nur reinschieben, kurz anlupfen und gut ist. Ihr habt, glaube ich, die auch in euren Fahrzeugen drin, oder? Wir haben Bot-Ausstattung drin. Das ist jetzt aber ein neues Regalsystem. Das haben wir jetzt, ich jetzt in meinem Bus noch nicht drin, weil der ist jetzt auch 2 Jahre alt. Ja. Aber wird dementsprechend noch angepasst. Also hier gibt es dann auch noch, ihr seht hier so eine Systeme, Sorten heißen sie. Sortena, ja. Genau. Und hier kann man eigentlich wunderbar das Ganze hier platzieren. Und wir haben vorher schon darüber diskutiert, was richtig geil ist, sag ich mal. Ja, klar. Wenn du jetzt hier zwei rausnimmst, ich mach das mal so. Upsala. Und du setzt den jetzt hier einfach in die Mitte rein, schließt das Ganze und jetzt kannst du hier mal ein bisschen shaken. Das Ganze verrutscht nicht, das bleibt in der Position und fällt auch nicht raus, weil hier und am Boden unten das Ganze hier gehalten wird, wie so ein Lego-System. Ja, so Duplo. Ja, so ein Duplo, genau. Also ja, das ist die jüngere Generation, genau. Ich kenne auch die Legos. Ja, geil. Ja. Duplo ist so bis 5, 6, 7 und dann fängst du an mit Lego zu bauen. Okay. Also zu meiner, als ich so damals gab es noch keine Duplo. Nein, wenn du das Duplo nicht hast. Ich verraten, wie alt ich bin, oder? Spaß. Also gut, gehen wir zurück zu dem Sortainer. Machen wir das wieder zusammen. Deckel drauf. Und wie schon gesagt, neue Akkuschrauber, neue Akkupacks mit den dementsprechenden Verpackungsmaterial. Mir noch kurz wichtig zum System einzuwerfen, ist natürlich rückwärtskompatibel. Absolut. Also auf den alten T-Lock, auf Klassik. Den die Klassik geht und man hat noch die zwei Schnallen dafür. Also und das ist auch im Sauger drauf natürlich. Das ist ein wichtiger Hinweis. Genau. Schauen wir uns mal diese zwei Maschinchen an. Also einmal hier den T18, den kann ich natürlich auch mit dem neuen Akkupack hier versehen. Und da wird er natürlich schön gleich handlicher. Und den C-Akkuschrauber. Welcher Akkuschrauber ist denn dein Favorit von diesen zweien? Weil von der Motorleistung her sind sie ja beide gleich. Wir haben überall bürstenlose Motoren drin, der neuesten Generation, also EC-Motoren haben wir drin. Und was ist jetzt dein Vorteil? Oder wo siehst du dein Vorteil? Also bevor ich bei Festool angefangen habe, immer nur mit den klassischen T-Schraubern gearbeitet. Das ist so. Und am Anfang, was der Bauer nicht kennt, ne, was ist das, was soll das? Ich gehe mal von aus, du sagst gleich noch ein bisschen was dazu, was der Vorteil davon ist, aber von der Handlichkeit, C-Schrauber, definitiv. In die Hand hineingebaut. Und es ist auch mein Liebling, weil ich kann hier wunderbar über Kopf arbeiten und kann hier auch Teile, dicken Platten, Kunterkonstruktionen halten, umgreifen und die dann dementsprechend auch wieder festschrauben. Genau. Du kannst die Paneele halten, Schrauber fällt nicht weg, du musst nicht irgendwie zwischen die Beine klemmen, wie man sonst immer gemacht hat, sondern das Ding ist einfach ordentlich schafft. Und ich kann das wunderbar natürlich über diese Halterung hier platzieren, sondern ich sage auch, wenn ich auf dem Gerüst oben bin, Gürtelclips sind bei allen Schraubern immer irgendwie dabei. Kann man natürlich auch umschrauben, auf welche Seite. Geht natürlich auch hier mit dem wunderbar, entweder auf linke oder rechte Seite. Und die Haltefunktion ist einfach die, dass ich den C-Schrauber in diese Position nehme und habe jetzt eine richtig gute Performance hier den Schrauber zu führen. Durch eine Achse vom Druck. Genau. Beim T-Schrauber, klar, wenn ich hier jetzt lange Schrauben habe, kann ich hier gegenwirken, wenn ich hier einen Drehmoment habe und kann da die langen Schrauben richtig gut reindrehen. Ja. Klassische Form, die man letztendlich auch auf dem Markt so kennt. Ja. Schauen wir uns an, im oberen Bereich haben wir ja hier einen ersten Gang, einen zweiten Gang. Und das ist ganz einfach, wenn ich im ersten Gang bin, dann habe ich hier die langen Schrauben, ich habe mehr Kraft, im zweiten Gang habe ich mehr Geschwindigkeit. Hier habe ich die Möglichkeit, bohren oder schrauben. Und das möchten wir euch vielleicht mal zeigen in einer kleinen Anwendung, wie das jetzt
exakt aussieht. Ich mache mal hier mal den Akkupackler drauf und gehe mal hier rüber zu dieser kleinen Systemerbox. Der eine oder andere hat es vielleicht schon gehört, das ist nämlich das Centrotec-System und das zeichnet eigentlich auch wiederum das Fist-Tool-System grundsätzlich aus. Das heißt, ich kann hier mit diesem kleinen Aufsatz meine Werkzeuge sehr komfortabel wechseln. Und jetzt hole ich mal kurz das eine normale Bofuzu, du kannst mal gerade hier bleiben. Ja, ich halte die Stellung. Das ist ja das Standard-Bofuzu, das natürlich im Lieferumfang dabei ist. Aber jedes Mal, wenn ich jetzt zum Beispiel hier mit dem Standardfutter arbeite, muss ich ja immer das Bofuzu öffnen, upsala, und schließen. Ja? Und das ist natürlich nicht so komfortabel, wenn ich hier mit dem Centrotec sehr schnell wechseln kann. Kann man natürlich auch Bohrer draufpacken und Gott weiß was. Also genau, wir haben also hier einiges an Material, wo ich hier wechseln kann auf dieses Centrotec-System. Ich möchte nur eine Anwendung mal rausholen, ich habe es gerade erwähnt, und zwar dieses kleine Teil, das gefällt mir richtig gut. Das ist so ein, ein Bohrbeschlag. Der Julian lacht, weil wir haben hier eine kleine Hilfe. Das ist nämlich der Zentrierbohrer für die Euro-Senkschraube. Jetzt habe ich es genau richtig gesagt. Ich glaube, der Tommy hat einen kleinen Einwand. Nee, passt. Passt, okay. Oh, jetzt haben wir die Kurve nochmal gekriegt, oder? Wir haben hier so eine Platte mal. Und das ist praktisch so eine Platte, wo ihr kennt, mit dem dementsprechenden 32 mm System. Und wenn ich jetzt eine Schubkastenführung montieren möchte, dann ist es relativ simpel. Ich mache mal das Ganze hier ein bisschen zur Seite. Dann habe ich hier meine Schubkastenführung, platziere die auf dieses Loch hier. Dann nehme ich da meinen Bithalter und nehme hier meine kleine Euro-Senkschraube, gehe hier mal auf die 2 und stelle hier das Drehmoment auf 7 ein, also auf relativ klein. Und hier auf Schrauben, also hier die Eiche auf Schrauben ist. Schau doch mal zu, drehen wir das Ganze hier rein, was jetzt passiert. Das heißt, ich bleibe mit dem Schalter hier drauf und sobald das Drehmoment erreicht ist, schaltet die Maschine ab und die Schraube überdreht nicht. Und der Vorteil ist ganz einfach der, wenn jetzt die Schraube sich überdrehen würde, würde der Beschlag sicherlich halten, aber nicht lange. Das heißt, nach einem Jahr würde der Schubkastenbeschlag anfangen zu wackeln. Und deswegen ist es so wichtig, bei diesen Arbeiten, bei diesen Anwendungen mit dem Drehmoment einstimmig zu arbeiten. Viele kennen das noch von früher als Rutschkupplung. Genau. So, nur ist das hier jetzt alles elektronisch gesteuert, das Getriebe wird geschont und funktioniert aber genauso. Genau so ist es. Und was hat jetzt dieses kleine Werkzeug da für einen Vorteil? Der Julian fängt es wunderbar ein. Und hier kann ich jetzt in diese den Beschlag praktisch als Schablone nehmen. Gehe jetzt hier mal drauf, passe natürlich auch wieder auf das System, gehe jetzt hier direkt auf Bohren, ich brauche jetzt die maximale Kraft, das wird eigentlich ausgerichtet, fahre dann nach unten, habe jetzt das Loch gebohrt und kann jetzt hier wiederum sehr schnell wechseln, meine Euro-Sinkschraube platzieren und umschalten und das Ganze hier fixieren. Ups, aber jetzt geht mir meine Arbeitsplatte davor und ihr merkt schon, das ist live hier. Kleinen Moment, das ist bestimmt mal richten. Passt. Ja. Ich glaube, wir werden hier nachher eine kleine Zwinge montieren, die macht uns das Leben einfacher. Machen wir das kurz nochmal, das hat mir nämlich nicht richtig gefallen. In die andere Schraube, die ist nämlich zu optimal, so die ist jetzt besser. So, schon verrutscht. Also rein damit. Wieder in Position und einschrauben, dreht nicht durch und passt. Also so muss es aussehen, dann haben wir hier optimale Ergebnisse. Also auch wenn man jetzt Terrassentielen legt und immer wieder die Schrauben gleich senken will, stellt man sich aber das Drehmoment ein, abmarschen muss. Genau. Und natürlich schnell zum Wechseln. Ja. Hier vielleicht noch ein schöner, der gefällt mir richtig gut, wenn du Terrassendeck sagst. Das kann man nämlich wunderbar hier unten dann einsetzen. Gehen wir mal auf das Terrassendeck. Ich habe hier zum Beispiel eine Schraube da. Und jetzt kann ich hier in die Position gehen, reindrehen. Jetzt muss ich kurz umschalten. Und das ist jetzt Bohren und Senken auf Anschlag. Das heißt, ich kann jetzt diese Senktiefe exakt mir einstellen,
mit diesem Werkzeug hier an dieser kleinen Imbus hier und auch hier. Kann man sehen? Ja, wenn das nicht bewegt, bleibe ich drauf. Okay. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, praktisch immer die gleiche Senktiefe zu haben. Und ihr merkt schon, ich denke, tolle Helfer für den Handwerker. Packen wir das wieder zurück und gehen wieder zu unseren anderen. Wenn es da spezifische Fragen gibt, zu was jetzt alles in so einem System da drin ist, was für sonstige Funktionen, Bohrer, Bits, was auch immer gibt, einfach in die Kommentare stellen. Kann ich schon mal kurz reingehen? Ich mach das mal so auf. Genau, das sind jetzt einige verschiedene Spezialbohraufsätze. Dann haben wir hier ein Bohrersortiment, lange Bits, kurze Bits, ein kleiner Schraubendreher. Also ist natürlich auch ideal, wenn ich zum Beispiel Küchenmontage mache, dann ist es von Vorteil, wenn ich dann nachträglich hier den Beschlag einstelle, also den Tuffbandbeschlag, und da ist es von Vorteil, wenn ich hier so einen Schraubendreher habe. Genau, muss man ja nicht haben. Nicht mit dem Schrauber. Gut. Da gibt es noch viel mehr zu erzählen. Ich habe da auch so, das ist auch so ein kleines Ding, das gefällt mir unheimlich, weil das ist die Twinbox, die hast du hier in der Tasche drin. Und ja, du kannst, dran, oder ein Gürtel dran, du kannst mit einer Hand kannst du den Bit rausnehmen. Ja. Und ich weiß noch, als ich da selber noch unterwegs war auf der Baustelle, da hast du dann immer diese ganzen Bits hast du in der Hosentasche gehabt. Dann hast du immer gesucht, wer ist jetzt mein richtiger? Ja. Und das ist doch genial, wenn du hier das Ganze entweder einzeln hast oder du hast es hier zusammen und kannst dann praktisch in die Hosentasche tun und hast richtig beieinander. Gut. Machen wir weiter, oder? Zeit ist knapp. Ich gehe mal wieder rüber. Das legen wir mal hier zur Seite, das können wir mal hier reinlegen in meinen Sysport. Und auch hier, also ihr seht, wir sind hier nur noch am Erklären. Dieser Sysport ist eigentlich genial, um das Ganze schön aufgeräumt zu haben, sodass wir da auch in der Werkstatt alle unsere Dinge perfekt dabei haben. Was haben wir vergessen, Julian, an unserem schönen C18. Übrigens, C12, das war der erste Akkuschrauber in der C-Form von Fistool. Weißt du, wen wir den auf den Markt gebracht haben? Ich schätze mal 90er. 93 hat Fistool den ersten Akkuschrauber auf den Markt gebracht in dieser C-Form. Und das war damals schon was ganz Besonderes, weil es sowas gar nicht gab. Ja. Ich bekomme gerade ein Zeichen von meinem Kollegen hier aus der, nennen wir es mal Regie. Thomas. Ja, ihr beiden, wir haben gerade eine interessante Frage von einem Zuhörer bekommen. Schön. Und zwar der Dominik Wohlbach fragt nach, ob er greift seiner Zeit voraus, ob wir die Sägeblätter der HKC auf der TSC 55 nutzen können oder ob wir anderweitig die Akkulaufzeit der Säge verlängern können. Die HKC-Blätter auf der TSC. Die dünnen Blätter. Ah. Das kann, also wegen dem Führungskeil ist es schwer, beziehungsweise nicht möglich. Also das ist eine gute Frage bezüglich den dünnen Blättern von der HKC-55. Ja, die sind schmäler. Und wir haben uns bewusst damals entschieden, dass wir hier dickere Sägeblätter bei der TS-55 einsetzen. Wir haben hier zwei Akkupacks dran, also doppelte Leistung, 36 Watt, Volt, Entschuldigung. Und somit natürlich auch beim Tauchen eine viel stabilere Sägeperformance wie es mit der HKC. Ich hoffe, das passt soweit. Laufzeit verlängern, aber größere Akkus. Genau. Kommen wir noch zu den Wir haben ja, das ist aber ein Hinweis, wir haben ja auch die 6.2 Ampere Akkupacks. Das heißt, jetzt muss ich mal schauen, wo ich den hingelegt habe. Das ist der 5er. Und hier hinten. Hier haben wir auch den 6.2 Ampere Akkupack. Also da haben wir dann nochmal mehr Leistung, längere Zeit unabhängig zu sein von der Steckdose. Und da ist natürlich auch ein Vorteil, wenn ich hier mit der TS55 dann arbeite. Ist auch die gleiche Größe wie die 5.2er. Oder HK, genau. Okay. Aber wo ich gerade so die Kamera drauf habe, das schöne EC-Tech. EC-Tech, bürstenloser Motor.
Und das ist natürlich hier, ich sage mal, Marktbegleiter, die sprechen immer von bürstenlos. Ja? Wir sprechen von EC-Tech und jetzt muss ich aufpassen, dass ich es richtig sage, meine die Regie hinten, die passt schon genau auf, elektronisch kommutiert. Ich dachte mir, es wäre electronically controlled. Ich krieg gerade ein Zeichen, die von hinten das passt. Elektronisch kommutiert. So heißt es also in der deutschen Sprache, ja. Englischen Sprache, wie hast du gesagt? Electronically controlled. Ja, sehr gut. Was, das du mir mal beibringen. In Englisch darfst du es dann sagen, weil ich kriege dich die Lippen. Spaß beiseite. Faktisch, wir haben hier einen bürstenlosen Motor. Das ist eigentlich das Wichtigste dran. Das heißt, ich habe hier wirklich die Möglichkeit, sehr lange arbeiten zu können. Die Motoren sind sehr robust. Sie werden auch von uns selber hergestellt. Das ist auch wichtig zu sagen. Wir sind einer der Ersten, die diese bürstenlosen Motoren in so einen Akkuschrauber eingebaut haben. Schon seit 15 Jahren. Wir haben es nur nie wirklich kommuniziert. Wir kommunizieren immer mit EC, nicht mit bürstenlos. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, die meisten von euch wissen es auch. Ja. Und wir haben hier sehr, sehr lange Erfahrung drauf. Jetzt kommen wir aber auf das, was mir unheimlich gut gefällt. Die Aufsätze. Genau. Das ist eigentlich das Salz in der Suppe von unseren C- und T18-Schrauber. Und zwar sind es diese Aufsätze hier. Und ihr glaubt nicht, wie vorteilhaft es ist. Und jeder, der sich diese Aufsätze schon gekauft hat, beziehungsweise im Set sich erworben hat, ich kann das Ganze hier sehr komfortabel aufsetzen. Ich kann hier um die Ecke schrauben und bohren. Ich gehe mal hier, wie ist das für dich am besten? So? So, dass ich ein bisschen, ja genau. Okay, ich kann also hier um die Ecke schrauben und bohren. Ja, das ist wirklich toll, weil ich habe ein sehr, sehr schmales Gerät dann, gerade bei Möbelmontage, Badmöbel etc. Und ich habe die Möglichkeit dann tatsächlich hier das Ganze aufzusetzen. Der Rosenbogenfutter sieht nicht mehr ganz so sexy aus, sage ich mal. Deswegen nehmen wir hier natürlich auch das kleine Bogenfutter. Direkt vorne auf den oder, sehr gut, genau. Ich kann hier den Bit direkt hier aufsetzen, um noch kleiner arbeiten zu können. Und natürlich, der Winkel ist einstellbar. Man hat es am Anfang gesehen. Diverse Positionen sind möglich, weil manchmal braucht man halt irgendwelche absurden Winkel. Und ich bin gerade speziell ein sehr großer Freund von dem Winkelaufsatz, weil mir mal so ein einspannbarer Winkelaufsatz meinen Fingernagel gekostet hat. Und da ist das natürlich ganz angenehm. Der das ist ein Fingernagel. Ja, der ist halt im Eck geschraubt und das Ding ist umgeschlagen, weil es sich verhakt hat. Und dann schön aufs Nagelbett kauen. Das sind diese kurzen Dinger da, die man da so mit dem Bofutter einspannt. Genau. Stimmt. Und das war kein Spaß. Ja, das sind diese Erfahrungen, die hat man dann manchmal. Ja? Sammelt man. Genau. Dann das nächste Teil. Ein Exzenter-Vorsatz und hier ist natürlich ein Vorteil, ich kann wirklich randnah schrauben in die Ecke rein oder zum Beispiel, wir haben es heute Morgen auch schon ein bisschen diskutiert, wenn du einen Schubkastenbeschlag hast, der ganz unten montiert ist, dann kannst du hier wunderbar diesen Schubkastenbeschlag auch montieren. Vorbohren, abschrauben, was hat man irgendwie so drei Bithalter aufeinander gesteckt mit so einem leichten Bogen. Dass du den Bogen da hast, dass du da reinkommst und mit dem geht es ja gar nicht so wirklich, das funktioniert nicht. Also hier ein richtiger Problemlöser. Natürlich kann man hier dann auch unsere Bohrer drauf machen, sodass ich hier im Eck drin ein schönes Loch bohren kann, um ein Kabel durchlassen. Was versteckt das halt. Ja. Zum Beispiel. Auch das hier individuell verstellbar in alle Richtungen. Dann haben wir hier einen speziellen Vorsatz. Jetzt mache ich mal hier den da drauf, den T-Schrauber. Und ihr seht, hier habe ich jetzt die Möglichkeit, immer in die Richtung, die Möglichkeit, eine Trockenbauschraube zu platzieren und dann praktisch Gipskartonplatten oder Formazellplatten zu montieren. Und sobald jetzt die Schraube die richtige Tiefe erreicht hat, schaltet das Ganze hier automatisch ab. Also sobald der Bit hinterm Ring ist oder mit dem Ring abschließt, rutscht die Schraube nicht durch oder der Bit durch die Schraube durch und setzt einfach aus. Ich habe jetzt keine Schraube hier, aber faktisch, ihr könnt sehen, wie ich das verstellen kann, sodass ich hier die Tiefe individuell einstellen kann über diese Rasterung. Ja, also für die Kollegen, die schon den Trockenbauschrauber von uns haben, ist es natürlich nicht notwendig. Aber für die nur mal ein bisschen Trockenbau machen, ist natürlich eine super Ergänzung, ohne eine neue Maschine zu brauchen. Absolut. Sehr schnell zu entriegeln und dann natürlich individuell wieder einzusetzen für die verschiedenen Materialien. Genau. Das war jetzt
der C18 und der T18. Im hinteren Bereich sehen wir die Ladezustandskontrolle für die Batterie. Typus? Ja, daher kommen auch diese drei Punkte von unserem Bereit. Genau, stimmt. Die Bereit-Aktion. Und da fällt mir gerade was ein, das ist vielleicht auch gut zu erwähnen. Wir haben ja hier eine Aktion gerade laufen. Und zwar jedes Mal, wenn ihr jetzt hier einen Akkuschrauber kauft. Egal welches Akkuprodukt sogar. Ah, sogar egal welches Akkuprodukt. Seit dem 1. April ja. Bekommt ihr solch einen 5,2 Ampere Akkupack Lithium-Ionen mit Bluetooth gratis dazu. So, und den. Oh, danke. Der war's. Kleiner Unterschied. Also akkutechnisch gleich, 5,2 Ampere, 18 Volt, aber der eine hat Bluetooth und der andere nicht. Wofür das Bluetooth da ist, kommen wir, glaube ich, nachher noch kurz zu. Gehen wir nachher nochmal. Dass wir mal so ein bisschen hier in Linie bleiben. Und den gibt es ab Anfang April pro gekaufter Maschine bei teilnehmenden Händlern gratis dazu. Sehr gut. Teilnehmende Händler ist ein ganz wichtiger Hinweis. Vielen Dank. Also auch hier lohnt es sich dann vielleicht für ein Akkuprodukt von Festool. Maßgeschneiderte Lösungen, hier jetzt mal C12, T18. Gehen wir weiter und schauen uns die nächsten zwei Pärchen mal an. Hier gibt es immer einen Doppelpack, aber so erkläre ich es auch immer. Ja, T18, genau. C18, PVC, DRC. Richtig. Und warum, das wollen wir gleich mal sehen. Ich weiß nicht, ich habe jetzt von der Regie noch keine weiteren Fragen. Ah, doch, da wird gerade fest gestrickt im hinteren Bereich. Wir können vielleicht mal kurz reinschwenken. Kurz reinschwenken? Ja, ja. Also wir haben einmal die Katrin hier auf der Kamera. Und hinten die drei. Wieder eine Anfrage. Aber wir haben hier natürlich unsere, genau, jetzt kommt die Anfrage, die wäre Thomas. Fragt der Tobias Granacher, gibt es den Extender vor das auch für den PDC oder DRC? Leider nicht. Ja, wir haben hier natürlich Menge Kraft auf dem PDC und DRC und dieser Extender-Vorsatz ist natürlich mit sehr viel, sage ich mal, Getriebe übersetzt und hier macht es nicht wirklich Sinn zu arbeiten, weil man den dann vielleicht eventuell zerstören könnte und mit dem C18 und T18 ist es das ideale Gerät. Deswegen gibt es auch für den PDC und den DRC einen anderen Winkelaufsatz. Also da können wir vielleicht kurz drauf gehen, kurz, das war so ein kleines Stichwort. Wenn wir hier hinten mal schauen, wir haben also hier für den PDC und DRC diese Aufsätze, auch einen Winkelaufsatz, den wir hier aufmontieren können. Und natürlich auch ein Hochfutter, wir haben hier selbst für Viertelzoll Größen Aufsatz und natürlich dann auch so spezielle Aufsätze, da ist ein bisschen viel Späne drin, wo man hier diese Metallschrauben reindrehen können. Also hier für größere Anwendungen, schwere Anwendungen, können wir das Ganze hier einsetzen. Und der Winkelaufsatz ist halt einfach viel robuster, hat eine spezielle Verzahnung, weil sonst PDC, DRC einfach den normalen Winkelaufsatz einfach zerbröseln würde. Absolut. Hier haben wir jetzt die zwei, PDC und DRC. Julian, mit deinen Worten, was ist der Unterschied? Mit meinen Worten. Ich fahre das mal ein bisschen näher ran. Also PDC, DRC, prinzipiell gleiche Leistung. Man sieht es auch, wenn man die Akkus mal rauszieht, sehen die auch in der Höhe und eigentlich beinahe identisch aus. Es gibt nur einen kleinen Unterschied, und zwar wenn ihr auf das graue Teil vorne achtet, oder wenn du es auf den Kopf drehst, sieht man es natürlich auch, hat der PDC einen Schalter mehr und das graue ist etwas weiter. Jetzt übersteuert das Licht ein bisschen. So. Ich gehe mal so rein. So ist gut. Genau. Also, über die vier Gänge kommen wir gleich noch zu. Der Unterschied PDC-DRC ist einfach, er hat eine kleine Schlagfunktion. So, der PDC, deswegen auch Percussion Drill Cordless, hat eine Schlagfunktion drin und die hat der DRC eben nicht. Das heißt, der DRC ist der reine Schrauber mit Bohrfunktion. Und hier habe ich aber die Möglichkeit noch in Stein zu bohren. Großer Vorteil vom PDC im Vergleich zum Bohrhammer, kommen wir aber auch nachher zu, hat einen deutlich kleineren Schlag. Genau. Aber die Unterschiede machen wir gleich, oder? Machen wir gleich, ich würde sagen, oder willst du noch ein bisschen was auf? Ja gut, der Schrauber hat halt nicht nur deutlich mehr Kraft, er hat auch vier Gänge. Sprich, im vierten Gang ist er bei 3800 Umdrehungen, wenn richtig, ich mich nicht genau. Das ist halt, wenn man da jetzt einen scharfen Forsterbohrer draufpackt und einfach mal in den Holzbalkenbohrt, sieht man, wie gut, schnell das geht. Guter Hinweis, den richte ich gleich her, weil den können wir nachher mal reinmachen. Also wir haben hier so eine schöne Forstnerbohrer
Kassette und die ist richtig, richtig toll. Wir haben hier die verschiedenen Försterbohrer und wenn wir jetzt uns mal, das muss ich mal kurz zeigen, weil das, ich hoffe, dass alles da ist. Das gefällt mir richtig gut. Wir haben da nämlich so eine Ahle, ich glaube, so heißt man das, in diesem Fachjargon. Stimmt. Bestimmt. Und da kann ich diese Spitze hier rausdrücken. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich da das Richtige vorbeische. Wäre auch nicht das erste Mal, dass ich mich dabei schneide. So, jetzt geht die Spitze hier raus und jetzt kann ich hier. Oh, wo sind sie? Hier sind sie. Gut. Jetzt kann ich hier zum Beispiel einen Bohrer einsetzen, um durchzubohren, dass ich hier auf beiden Seiten von einem Brett den Punkt, den Mittelpunkt habe. Wenn weil wenn ich jetzt hier reinbohre zur Hälfte, dann gehe ich von der anderen Seite rein zur Hälfte und kann dann bohren und treffe es hundertprozentig. Das ist phänomenal, das gefällt mir richtig gut. Oder zum Beispiel hier diese längere Spitze. Und jetzt kannst du hier das Loch über Eck auch ansetzen, weil natürlich diese Zentrierspitze das Ganze wunderbar führt. Ja. Also ihr merkt schon, kleine Helfer, die das wunderbar, das Leben einfacher machen, um hier Löcher reinzubohren. Von der Größe, jetzt muss ich mal schauen, 15 mm bis 35 mm. 5 mm Schritten. Genau, kann man hier reinbohren. Und natürlich Zentrotec-Aufnahme. Absolut richtig, genau. So. So, das war der kleine Ausflug. Dann so würde ich sagen, wir haben hier noch die Einstellung genau. Der verschiedenen Drehmomente. Und ganz an der Seite, entweder auf diese Seite oder auf diese Seite, bin ich dann im Bohrer-Modus. Also was wir auch an dem C18, T18 hatten, nur ist es hier jetzt der Schalter ein bisschen anders. Aber das Prinzip ist ja soweit klar. Mhm. Dann haben wir auch schon die hier kommt gerade eine Frage rein. Die Kollegen, die winken fleißig. Ja, möglicherweise haben wir einen Besucher, der nicht von Anfang dabei war, weil die Frage eigentlich schon geklärt sein müsste. Die Frage, die der Kevin Hütke an euch richtet, lässt sich der Exzentervorsatz auf C oder T18 mitnehmen? Welcher Exzenter? Also, wir haben nur einen Exzentervorsatz. Ah, den wir vorhin gezeigt haben. Ja, ja, okay, das ist mit betreiben, deshalb vermute ich, dass er erst jetzt dazu. Ja, also der ist rein für C18 und T18. Genau, also wie schon gesagt, der Exzentervorsatz hier ist rein für den C18 oder T18. Genau. Und für den Kollegen, die normalen Aufsätze, die immer dabei sind, sprich Zentrotec, Schnellspannbaufutter mit einer 13er Aufnahme, gehen auf alle Schrauber. Von CXS bis T18, C18, PDC, DRC, wurscht. Okay, ich würde sagen, wir gehen hier mal rein in eine Anwendung, oder? Machst du ein bisschen Dreck. Machen wir ein bisschen Dreck. Sehr. Und zwar möchte ich jetzt hier ein bisschen in Steine bohren. Ihr seht hier, jetzt müssen wir mit der Kamera, ich tue mal die Kamera ein bisschen nach hinten. Ähnliches Format. Das ähnliche Teil hier. So. Wir haben hier so verschiedene Steineanwendungen, so Bims, Ziegel, Kalksandstein, Poroton, Wabenstein und jetzt möchte ich mal hier ein Loch reinbohren. Dazu nehme ich aus meiner Box hier einen dementsprechenden Bohrer. Auch das ist wieder Zentrotec. Mal den da raus hier und da könnt ihr mal schauen oder hören, wie sich das anhört. Wir gehen hier auf den Schlagbereich und jetzt wird es ein bisschen laut. Schön, vierter Gang. Ich komme mal ein bisschen runter. Und gehen wir mal hier in den Ziegel da rein. Bin ich noch ein Zahnarztbohrer. Genau. Der Vorteil ist natürlich, dass ich hier diese Waben nicht zerstöre. Denn wir haben natürlich auf der anderen Seite hier unseren richtig geilen BHC, der Bohrhammer. Und der würde hier natürlich unter Umständen diese Wabenstruktur zerstören. Und das schränkt die einfach. Ja, genau. Und dann hält eigentlich die Schraube wieder nicht so gut. Deswegen hier für solche Anwendungen idealerweise der PDC mit diesem Steinbohrer, mit dem normalen Schlagbohrer. Zum BHC kommen wir gleich. Sprechen wir noch ein bisschen über den PDC. Jetzt haben wir hier einmal Steine gebohrt. Jetzt haben wir gesagt, wir möchten mal das Ganze mit dem Förster-Bohrer durchführen. Sitzen wir hier drauf und jetzt brauche ich natürlich die Drehzahl. Förster-Bohrer, viel Drehzahl, gehen wir hier rüber,
gehen hier auf Worin. Ich hoffe, das hat die Kamera so eingefangen. Passt das so rein? Das heißt, jetzt haben wir hier maximale Drehzahl. Und jetzt schauen wir uns, ihr seht ja, wir haben da schon einiges gebohrt. Und wir müssen eigentlich aufpassen, dass wir hier keine Schrauben verwischen, weil da haben eigentlich auch Spezialisten hier irgendwelche Schrauben da reingedreht. Ich gehe mal hier auf diese Seite. Jetzt müssen wir mal rund geht so. Und versuchen mal hier tatsächlich über die Ecke das Ganze zu machen. Da ist auch keine Schraube weg. Da können wir nicht dammen wieder. Da kannst du das reißen lassen. Wow. Also man, ich kann selbst solche wunderbar kleinen Dinge hervorragend proben mit diesem Zentrotec-System und mit dem Zobo bzw. Forstbohrer von Festool. Okay, was können wir noch machen? Ländisch. Ja gut, also der jetzt brauchen wir jetzt nicht wirklich so, also er kann das Gleiche. Er kann das Gleiche, nur halt nicht, nur nicht mit, mit einem Stein. Genau. Genau, das ist der Unterschied. Aber eins möchte ich euch schon zeigen, und zwar, wenn wir hier die großen Schrauben reindrehen. Denn der hat ja richtig Bums. Aber Vollgas. Da geht ja richtig was. Hast du noch große Schrauben? Ich habe eine Telekopfschraube vorbereitet. Ja, sehr gut. Jetzt hoffe ich, geht alles so, wie ich mir das vorstelle. Ich gehe jetzt mal in den zweiten Gang, okay? Das passt. Also bist du jetzt einer von den Spezialisten, der die Schrauben da reindreht? Dann kannst du dich später über dich aufrufen. Okay, okay, Vollgas. So. Wir müssen wieder eine freie Stelle finden. Und jetzt wird es aber sein, wenn ich jetzt das Ding reindrehe, dann wäre es von Vorteil, wenn ich hier mit einem Handgriff arbeite. Da gibt's doch was. Genau. Und der Handgriff ist natürlich eine wichtige Sache, denn wenn ich hier natürlich auf Anschlag komme, dann gibt es einen Rückschlag. Und da kann ich mich natürlich sehr in meiner Hand verletzen. Deswegen setzt man hier diesen. Der hat auch wieder eine spezielle Zahnung, die hinten greift, sprich, der kann auch nicht durchdrehen. Genau. Und der ist auch immer in die Form von dabei. Ja. So, jetzt wird das Ganze ein bisschen sicherer. Ich hoffe, dass ich da noch ein Plätzchen finde. Okay, jetzt sind wir hier auf Drehen. Müsste passen und jetzt gehen wir hier rein. So, jetzt sind wir hier auf dem zweiten Gang. Er stellt jetzt irgendwann mal ab. Jetzt gehen wir hier auf den ersten Gang. Und wir machen mal so einen Fußball. Und ich bin noch rein. Ja? Also ich bin angeschlossen. Das ist wirklich mal. Schön ist, bis zum Ende. Theoretisch könntest du die sogar noch einen Ticken versenken, wenn du Lust hast, aber das ist einfach irre. Absolut. Und das ist eigentlich absolute brachiale Kraft. Ja. Und diese zwei Dinge, einmal, ja, bohren mit Försterbohrer, dann bohren mit Stein, dann aber brachiale Kraft, um hier lange Schrauben reinzudrehen, das spricht für den PDC und natürlich danach für den DLC. Genau. Und selber Akkus natürlich. Und weil ich vorhin, kam jetzt, aber wollte ich im Redefluss nicht unterbrechen, Lieferumfang gesagt habe, werde ich oft gefragt, in welchem, wir haben halt pro Schrauber zwei, drei verschiedene Sets, in welchem Set ist jetzt was drin? Wo ist der Winkelanschlag, der Winkelaufsatz dabei, wo ist welcher Akku mit drin, gibt es eine Kleinigkeit? Das ist eine ganz wichtige Geschichte, und zwar haben wir hier natürlich unsere App. Ja? Und zwar ist es die Orbe-App, und der Julian wird es mal kurz einfangen. Und zwar geht es auf sein privates App. Du könntest es vielleicht erklären, ich richte das Handy genau kurz her. Also das ist jetzt das Arbeitshandy, und dann gibt es zwei Apps, einmal die Work-App und einmal die Order-App. Auf der Work-App könnt ihr dann euren MyFestool-Account verbinden und könnt dort dann eure Maschinenlistungen, Updates auf die Bluetooth-Akkus schicken und so weiter. Aber jetzt geht es erstmal um die Order-App. Die sieht wie folgt aus. Ich kann jetzt hier oben entweder einfach direkt den Suchbegriff eingeben oder ich gehe auf den Katalog oder kann mir auch meine Werkzeuge hinzufügen und speichern und habe dann natürlich auch ein eigenes Profil. Da kann ich meinen bevorzugten Händler hinterlegen und so weiter und so fort und kann jetzt theoretisch einfach im Katalog dann jetzt in unserem Beispiel einfach Akkus auswählen oder Akkuprodukte. Gehen jetzt einfach mal auf die Unterkategorie Akkuprodukte und haben jetzt mal 2 Sekunden Geduld. Da ist es. Da ist es. Nehmen wir einfach einen PDC, weil wir den gerade hatten. Mhm. Und da sieht man jetzt die verschiedenen Basic Plus. Also wenn man sich viel mit dem Thema auseinandersetzt, kann man auch aus den Set-Namen was herleiten, also 5240. Da ist halt ein 5,2 Amperestunden Akku 4,0er dabei. Oder man sieht es auch schon auf den Bildern, hier sieht man zum Beispiel, dass schon der Winkelanschlag dabei ist. Und dann kann man aber trotzdem einfach draufklicken, dann kommt die genaue Produktbeschreibung, Bilder, die jeweiligen unverbindlichen Preisempfehlungen. Den finalen Preis macht aber dann der Händler.
Und da sieht man dann auch, was alles dabei ist, welche Anwendungsschwerpunkte und auch technische Daten bei Bedarf. Und hat da eigentlich alles relativ flott und ordentlich dabei. Hervorragend. Machen wir weiter. Machen wir weiter. Okay, das war jetzt hier der PDC und der DRC. Wirklich tolle Geräte, die natürlich auch sehr stark im Holzbau eingesetzt werden. Und am Anfang habe ich mir oft manchmal gedacht, wieso ist denn der so arg gummiert? Ich mache mal hier den Akku drauf. Und da hat es ja immer so Gummis da dran. Und das ist eigentlich ideal, wenn man den jetzt mal auf dem Dach oben hat. Guck, der Filter jetzt, da ist ein bisschen zu steil. Aber dann habe ich hier einfach einen besseren Halt, dass der dann oben liegen bleibt. Ja, also natürlich, wenn es zu steil ist, rutscht das Ding einfach ab, ist ja klar. Ja. Aber es gibt halt einen gewissen Halt. Einen gewissen Halt für diese Gummierungen hier an den Filter. Genau. Gut, PDC, DRC abgehakt, T18, C18 abgehakt, reden wir über eine Neuheit. Oder SB-Hardware? Da kommt eine Frage aus dem Hintergrund. Ja, wir hatten jetzt in der Zwischenzeit eine Frage beantwortet. Und zwar ging es um das Eindrehen langer Schrauben wie 8x400 oder wann eine technische Lösung für eine 10x600 kommt. Die haben wir bereits beantwortet. Und der Kevin von gerade eben fragt nochmal nach, ob man bezüglich großer Schrauben auch den TED nehmen kann. Wie seht ihr das? Ja, jetzt haben wir uns eine Steilvorlage gegeben. Übergang. Wir wollten jetzt zum TED kommen, genau. Und das ist eine neue Maschine, ebenfalls von Pisto, die wir jetzt neu auf den Markt gebracht haben, den kleinen TED. Seit April, genau. Und ich habe jetzt hier eine Schraube drauf, und zwar ist es solche Betonschrauben sind es. Aber wie die reingehen, möchte ich mir gleich zeigen. Moment, da ganz schnell eine zweite Frage beantworten. Okay, und zwar, zweite Frage. Wie ist das vom André Armani? Wie ist das bei so langen Schrauben? Ist es da sinnvoll, zusätzlich beim PDC die Schlagfunktion hinzuzunehmen? Nein. PDC nein. Also beim PDC niemals eine Schlagfunktion dazu nehmen, weil der hat seine absolute Kraft in der Einstellung 1 und ohne Schlag. Da kriege ich die 60 Newtonmeter volle Kanne raus und mit dem Handgriff natürlich arbeiten. Man kann kleine Faustregel, Unterschiede radialer, vertikaler Schlag, axialer Schlag. Axial. Beim PDC, wenn ich da beim Schrauben die Bohrfunktion anmachen würde, also die Schlagfunktion, ist es, als würde ich mit dem Hammer auf eine Schraube hauen. Funktioniert eher schlecht. Genau. Und wie schon gesagt, hier beim TED, der ist eigentlich geeignet dafür, dass ich hier längere Schrauben sehr komfortabel eindrehen kann, ohne Rückschlagmoment. Weil das Problem ist ja beim PDC, wenn ich hier mit einer Hand so frei Schnauze das Ding da reindrehen möchte, dann kommt hier natürlich irgendwann mal der Rückschlag, und den habe ich hier beim TED nicht, weil dieser Antrieb axial funktioniert und somit der Rückschlag aufgefangen wird. Der Nachteil, wenn man es mal so sagen möchte, ist, das Ganze ist natürlich sehr laut. Das heißt, hier schlägt dieses Schlagwerk immer gegen den Antrieb, und das macht das Ganze hier lauter, aber komfortabler für meine Hand, für den Anwender. Ist auch, dauert eventuell auch ein Ticken länger, wenn ich damit jetzt eine lange Schraube versuchen will oder genau. Schrauben will. Ja. Das kommt immer also auf die Anwendung an. Ja. Also es ist ersetzt nicht einen PDC, es ist eine super Ergänzung. Absolut. Also wir bieten es ja auch an, da gibt es ja auch kleine Sets. Das heißt, wir bieten an den PDC als Bohrakkuschrauber und den TED dann als Schlagschrauber, um diese Schrauben dann reinzudrehen. Zum Beispiel auch in der Fenstermontage, wenn ich hier jetzt durch den Rahmen durchbohre, kann dann hier wieder die Betonschraube durch den Fensterrahmen in die Betonleibung, also in die Fensterleibung praktisch dann reindrehen. Gut. Schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Wir haben hier den Rechts- und Linksschalter, und ihr merkt schon, wir haben hier unten dann praktisch eine kleine LED-Funktion, die ich hier einstellen kann. Diese T-Funktion, die jetzt gerade aufleuchtet, die hat eine besondere Funktion. Und zwar, wenn ich jetzt hier sogenannte Schrauben, also auch wie Blechschrauben verarbeite, die zuerst durch ein Blech durch müssen und dann ins Holz reingehen, da brauche ich dann zu Beginn eine sehr hohe Drehzahl. Jetzt weiß ich, wo die Kamera ist. Die Kamera ist schon drüben. Gehen wir mal darüber. So was meinst du, ne? Genau, so was meine ich. Und für diese Anwendung hier nehme ich diesen T-Modus. Ich kann das mal zeigen. Machen wir hier mal kurz auf. Also er passt quasi seine Drehzahl an und sein Drehmoment
je nach Material. Genau, wir haben ja hier diese Schrauben. Kannst du mal kurz die Spitze zeigen, dass es so eine selbstschneidende ist? Also nimmst du mal hier, wo geht's hier? Kannst du mal reinführen, ich hol kurz hier. Also die Spitze vorne ist selbstschneidend, die schneidet sich durchs Metall. Und letztendlich hinten ist dann einfach ein kleiner Dichtungsring dran. Und somit kann man halt Blech im Dachbereich montieren und das halt auch wetterfest sind. Tja, jetzt sind wir hier live dabei. Jetzt suchen wir eigentlich wieder den passenden. Vielleicht habe ich da hinten irgendwo. Geh mal kurz auf dem Bild. Ich habe den vorher. Ich habe da mal was vorbereitet. Hast du den? Dann ist das ja, super. Wir haben noch super Assistenten dabei. Also, das war nämlich nicht der richtige, den brauchen wir nachher für diese Schraube hier. Den lege ich mal da zur Seite. Und ihr seht, ich kann also hier diese Sechskantaufnahmen hier sehr komfortabel einsetzen. Und zwar nur durch reinstecken, kann man sehen, mach's nochmal. Also hier nochmal reinstecken, dann hält er zum Lösen nach vorne und kann es wieder rausnehmen. Also ein bisschen anders die Aufnahme wie unser Sensortech-System. Genau. Und man sieht auch, wenn man sich jetzt die Nuss anguckt im Vergleich zu einem Standard-Bithalter von uns, sehen die auch etwas anders aus. Ja. Wir nehmen, glaube ich, mal kurz den Balken hier rüber. Upsala. Ich möchte hier gerade auf die Arbeitsfläche. Ich hoffe, das ist die Arbeitsfläche. Der legt ein bisschen Bock. Genau. Mensch. Wieder. Pragmatisch. So, immer dasselbe. So. Kamera ist da, ich bin jetzt hier auf dem T-Modus hier und jetzt gucken wir mal, dass es funktioniert. Und ihr wollt schon, dass es zurückgenommen hat, die Geschwindigkeit. Also am Anfang habe ich eine hohe Geschwindigkeit und dann zieh mal einfach einmal durch und dann geht's gehört. Und dann geht es zurück. Und somit ist die Gummiliebe natürlich auch nicht zerstört. Genau. Je höher die Drehzahl, umso mehr Kraft habe ich. Anders denken als bei normalen Schraubern. Deswegen habe ich gerade ein bisschen gezögert. Ja, jedes Mal zögere ich noch kurz. Umdenken. Genau. Und da möchte ich jetzt mal hier kurz diese Betonschraube reindrehen. Hast du die Nuss noch da? Ich habe die Nuss hier und möchte aber jetzt mal kurz das demonstrieren, wie das funktioniert. Also ich habe jetzt hier die Nuss gewechselt und werde jetzt hier mit dem BHC kurz ein Loch reinbohren, und zwar muss ich das eigentlich vorbohren. Ich habe jetzt hier mal einen 6er Bohrer. Da würde es sich eigentlich anbieten, wenn man hier mit einer Absaugung arbeitet. Und zieh das so raus, machen wir hier mal kurz sauber. Ich habe jetzt hier die Fernbedienung. Da sind wir wieder beim Thema Blutung. Genau, machen wir das raus. Und jetzt können wir auch den Bären, ich hoffe, das funktioniert jetzt, und zwar, wenn ich jetzt hier drauf gehe, auf dieses Symbol hier, kann man sehen, und gehe jetzt hier drauf, hat das Gerät automatisch gefunden. Ja. Jetzt zieht er einmal noch kurz nach, das ist ja normal bei unseren Staubsaugern, damit auch der Dreck. Der denkt ja gerade, er zieht direkt auch aus dem Schlauch aus. Warum hat er gepiepst? Ist auch immer wieder, warum piepst der? Ganz einfach, wir haben hier eine sehr verjüngte Luftabsaugung und der Sauger denkt jetzt, er sei irgendwo verstopft, deswegen gibt er mir einen Signalton. Genau. Das ist nur bei diesen Anwendungen so und ich habe ja nur kurze Intervalle, wo ich dann das Ding wieder ausmache. Es gibt ein Produkt, da piept er ab und zu oder da ist die Verjüngung konstant, das ist bei den kleinen Akkurutschern. Also ETS-NC und so weiter, dafür gibt es eine extra Muffe, die man draufsetzen kann. Die zieht ein bisschen Fehlluft sozusagen und dann hört auch auf zu piepsen, wenn man einen M-Sauger hat. BHC vielleicht auch hier ein paar Worte. Wir haben hier eine Dämpfung drin, sodass ich hier sehr komfortabel arbeiten kann. Dass also diese Schläge, die hier über diese Hammerfunktion auf diesen Rohr draufkommen, egalisiert werden. Und was mir sehr gut gefällt, ich kann das hier ebenfalls umschalten auf nur bohren, also ohne Schlag. Jetzt hast du Hoffnung, jetzt kannst du. Aus, so. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann kann ich hier sehr komfortabel am Fließen zum Beispiel das Ganze ansetzen.
ja, Links-Rechtslauf haben wir auch, falls der Bohrer sich irgendwo verhaken sollte. Kleiner Gürtelclip ist immer mit dabei. Kleiner Gürtelclip. Wie beim PDC und DRC auch. Können wir hier. Aber eigentlich ist jetzt ja nicht. Griff ist natürlich auch dabei. Am Griff ist normalerweise, kann man auch noch eine Metallstange hinmachen, die ist auch dabei als Tiefrechtschlag. Richtig. Wird dann hier eingeführt. Genau, aber das sind jetzt zu viel. Wichtig ist, wenn ihr den benutzt, um diese Abfederfunktion, um eure Handgelenke zu schützen, drückt nicht wie ein Ochs. Es bringt bei einem Bohrhammer eh nichts. Genau. Den muss man schaffen lassen. Genau. So, und das, daran erkennt man es ganz gut. Setzen wir hier das Ganze mal auf. Bringen es in Position. Einstellen. Das war jetzt natürlich auf dem Boden, aber diesem Absaugmuffe, wie man es auch immer jetzt. Hält natürlich an der Wand und an der Decke. Genau. Das ist so eine Kleinigkeit, die man da jetzt nicht gesehen hat, aber die Top-Geschichte. Dann nehme ich mal hier die Schraube, platziere sie hier. Was? Ne, das war's. Ja. Und jetzt können wir hier mal die Schraube reindrehen. Upsala. Und ihr seht, ohne Rückschlag kann ich hier sehr komfortabel diese Betonschraube ins Material reinbringen. Auch Handgelenk schon wieder. Absolut. Wir können hier vielleicht mal eine andere Schraube noch platzieren. Dann machen wir hier mal das Profil drauf. Das ist praktisch jetzt das hier. Zack. Und jetzt brauche ich noch eine Schraube mit dem Bit. Moment. Da vorne in der Kiste hatte ich da meine. Ah, hier. Meine Schrauben und einen Bit hatte ich vorher auch noch. Hier sind auch die. Hier sind viele. Hast du? Ja, ich habe einen. Und jetzt versuchen wir da mal hier das Ganze reinzudrehen. Und da ist ebenfalls der Vorteil, ich schütze sie mal nur an, gehe jetzt hier auf die maximale Drehzahl. Man kann das hier jetzt einstellen. Also das wäre jetzt wieder T-Modus, dann ein bisschen kleiner. Moment. Für kleinere Schrauben und je höher, desto längere Schrauben brauche ich. Jetzt kann ich hier sehr komfortabel mit einer Hand das Ganze machen. Da ist der Balken noch anzogen gerade. Der ist gerade ehrlich bewegt. Ja, war jetzt live, habe ich auch so noch nie probiert. Aber was mir gut gefällt, ist, dass du halt hier Freihand letztendlich diese Schraube da reinkriegst. Ja. Und mit einem PDC oder sonstigen Akkuschraubern hättest du dann einen riesen Rückschlag oder ja, die musst du dagegen wirken, musst du im Handgriff arbeiten, hättest du nie mit einer Hand das so reindrehen. Eine Kleinigkeit, die mir jetzt beim TED super gefällt, der ist halt sehr handlich, sehr klein und super ausbalanciert. Also der liegt mit dem Akku dran tipptopp in der Hand. Gefällt mir auch wirklich sehr gut. Auch hier wieder beidseitig möglich, diese kleine Schlaufe, die man hier da einsetzen kann. Und kann man dann wunderbar loslegen. Hier gibt es dann aber keine Winkelvorsätze etc., sondern hier sind wir ausschließlich beim Schlagschrauben. Ja, Schlag übers Eck übertragen ist auch, glaube ich, ganz kompliziert. Das ist ein bisschen komisch, ja. Okay, Fragen zu der Seite? Ich glaube, das ist alles so okay. Ich kriege ein Zeichen, wir haben noch 6 Minuten Zeit. Wir wollten eigentlich mehr zeigen. Wir können sie anteasern, so ein bisschen, was nächste Woche für Akkuprodukte kommt, sprich HKC. Also, wenn die Leute hier einverstanden sind, dann können wir hier natürlich das gleich ein bisschen sagen, dass wir dann das Portfolio der 18 Volt noch weitergehen. Wir haben ja noch hier den ganzen Bereich der Sägen, der HK55, HKC55. Ja. TSC 55, wir haben noch den OSC, den Oszillierer. Haben auch wir noch. Wieder guten Zubehör an Bauteilen. Richtig, und Stichsäge nicht zu vergessen, die 420er. Wenn wir schon beim Sägen sind. Richtig. Winkelschleifer. Trennen, da oben haben wir sie schon vorbereitet. Wir haben alles schon hier stehen. Ja, können aber wir alles für nächste Woche stehen lassen. Hier kommt da eine Frage rein. Wir haben noch eine Frage von Tobias, bevor ihr beide euch hier verabschiedet. Und zwar, wie viele Newtonmeter hat der kleine Schlagschrauber? Jetzt hat er mich wieder verwischt. Das
Fahren ist nicht mein Ding. Wir können der kleine Schlagschrauber, der TD60, jetzt gerade ich meine Technik, weil ich habe hier eigentlich eine Koryphäe hinten stehen, der mir hier zuflüstert. Und der wird mir jetzt hier das Ganze draufschreiben. Also 180 Newtonmeter. Wow, das ist ganz schön viel. Ich müsste normalerweise auch in der App kommen, oder? Ich habe es gerade aufgemacht. Kannst du kurz die Kamera umschalten? Also TID. Man kann ja schummeln. Drehmoment 180 Newtonmeter. Super. Also unser Lexikon hier, wandelndes ist dabei. Und im vorderen Bereich haben wir die App, wo wir das Ganze hier nachlesen können. Hervorragend. Vielleicht noch eine Kleinigkeit bezüglich unserem Trockenbauschrauber. Ne? Die können wir noch schnell, aber flott reinpacken. Ich gehe mal nach hinten rein. Eine da oder eins? Einen habe ich jetzt mal hier dabei. Diese Trockenbauschrauber, diese DWC Trockenbauschrauber, gibt es zwei Stück. Einmal mit 2800 Umdrehungen, einmal mit 4500 Umdrehungen. Und diese Trockenbauschrauber sind ideal geeignet, um hier solche Gipskartonplatten festzuschrauben. Oder Trockenestrich. Genau, oder Trockenestrich. Hier haben wir dann Magazine, die wir dementsprechend einlegen können und mit dem jeweiligen Akkupack versehen. Kleinigkeit ist natürlich auch immer ein Aufsatz für Einzelschrauben dabei, wenn man nicht mit dem Gurt arbeitet. Die unterschiedlichen Drehzahlen, also die 4500er ist für CU-Profile unter Konstruktion, der 2500er ist für Holz unter Konstruktion, weil das ist auch eine Frage, die relativ häufig kommt. Genau. Und Magazine passen eigentlich alle gängigen drauf. Nicht Magazine, man kann das auch wechseln, das heißt, man kann auch hier verschiedene Positionen wählen, falls man hier aus irgendeinem Grund vielleicht nicht richtig in die Position reinkommt. Genau. Das Magazin ist auch komplett auseinanderbaubar, werkzeuglos, sprich, wenn man jetzt viel über Kopfgipskarton geschraubt hat, dann kann man das einfach auseinanderbauen, auspusten und kann dann weiterschaffen, ohne dass das Ding komplett zustaubt. Und die Schrauben sind bis maximal, glaube ich, 55. Ja. 55er Schrauben kann ich hier dann über diesen Gurt hier einlegen und dann platzieren. Ist schon echt die Stunde rum. Ja, die Stunde ist ruckzuck rum. Also, wir sind selber immer überrascht, aber ich glaube, es macht hoffentlich euch Spaß zuzuschauen. Ihr bekommt hier einiges an Informationen mit. Wir würden uns, wenn ich das jetzt richtig sehe, sind wir die letzten 2-3 Minuten dran, würde ich mich jetzt verabschieden. Kurze Sache, ja. Eventuell kleines Feedback drunter schreiben. Erzählen wir zu viel, zu detailliert, wollt ihr lieber mehr Sachen sehen, aber nicht ins letzte Detail oder okay, wie es ist, einfach nur kurz Anmerkung, damit wir auch uns dementsprechend anpassen können in Zukunft. Genau. Das war's für heute. Bleibt gesund. So ist Bis es. Dann. Ciao, ciao. Ciao.